Ja, hier spricht Elisabeth von Wiesengaude TV. Und wer bist du? Ich bin der Horst Jansson, hallo. Horst, bist du heute das erste Mal auf der Wiesn? Ich bin hier Gast. Wir waren den ganzen Abend im Hippodrom und haben da ganz lustig gefeiert. Und sind jetzt hier beim Käfer und haben gehofft, wir kriegen noch irgendwo einen Platz. Aber es ist ja total voll heute Abend. Und überall hocken Leute, die natürlich auch hier einen Tisch bezahlt haben und keine anderen ranlassen wollen. Ist ein bisschen merkwürdig, auch wenn es leer ist, aber da muss man sich abfinden mit halt. Das ist halt so. Bist du ein regelmäßiger Wiesengänger? Ja, nicht regelmäßig, aber ich bin natürlich schon auf der Wiesn zwei, dreimal vertreten. Wir waren vorgestern hier und ich bin schon zum dritten Mal da. Ich bin zum dritten Mal dieses Jahr da und es war immer sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Du klingst jetzt nicht so bayerisch. Lebst du in München? Woher bist du ursprünglich? Ja, ich bin ein zugereister Bayer. Ich wohne seit 1965 in München. Und ich habe die bayerische Staatsangehörigkeit erworben, weil ich habe nämlich zwei Töchter gezeugt. Die sind jetzt mittlerweile 25 und 24 und 23 Jahre alt. Und nach der bayerischen Verfassung wird man damit automatisch bayerischer Staatsbürger. Und hiermit grüße ich auch als bayerischer Staatsbürger. Wenn du schon so lange in München bist, dann hast du die Wiesn seit vielen Jahren erlebt. Was hat sich denn in den letzten Jahren so verändert? Naja, es wird halt immer voller, immer teurer und den Leuten macht es aber angeblich, also augenscheinlich nichts aus, weil es ist immer noch genauso voll wie früher oder noch voller. Und es ist auch genauso lustig wie früher, muss ich sagen. Also ich habe da keine Veränderungen festgestellt. Es gibt Leute aus aller Herren Länder hier, die kann man auch hier mal treffen. Und wenn sie noch nicht ganz besoffen sind, noch ein paar Worte mit ihnen wechseln. Und das finde ich auch sehr, sehr angenehm und sehr lustig. Sag mal, hast du auch eine Lederhosentracht, weil du bist du heute hier? Nein, weißt du, ich hab von vornherein, weil ich ja nun kein Bayer bin und auch der bayerischen Sprache nicht mächtig bin, leider Gottes. Und meine Versuche, bayerisch zu reden, sind immer sehr, sehr karg. Und ich finde immer, es ist relativ albern, wenn irgendwelche Preußen da hier nach München ziehen und dann mit Lederhosen und Tracht kommen und dann auch noch versuchen, ein paar Brocken bayerisch rauszubringen, finde ich eigentlich eher peinlich als lustig. Und insofern habe ich das gelassen. Aber dein Hemd passt wunderbar zu deinen wunderbaren, schönen, blauen Augen. Ja, danke für die Komplimente. Vielen Dank. Danke, danke. Das war die Elisabeth und Horst von Wiesengaude TV. Ciao.